Wie können Sie die Sprachrichtigkeit verbessern? Wie können Sie weniger Fehler machen? Ist es ein Problem, wenn Ihre Texte im Wirtschaftsstudium sprachliche Fehler enthalten? Sie können mit Recht argumentieren, dass es in erster Linie auf den Inhalt ankommt. Aber wenn Ihre Texte zu viele Fehler enthalten, wird Ihre Dozentin, Ihr Dozent das als Zeichen für eine mangelnde Qualität Ihres Textes interpretieren. Und das stimmt häufig auch, denn das Thema wird mit Sprache dargestellt und strukturiert. Eine fehlerhafte Sprache erfüllt diese Funktion nur ungenügend. Zweitens sind sprachliche Fehler, zumindest bei Studentinnen und Studenten mit Deutsch als Erstsprache, ein Zeichen für ein geringes Sprachgefühl. Die Beschäftigung mit den eigenen Fehlern sollte dazu führen, dass ihr Wissen über Sprache zunimmt, dass sie sensibler für den Sprachgebrauch werden, dass sie bessere Texte schreiben und dass sie erfolgreicher im Studium sind. Es lohnt sich also, einen neuen Blick auf ihre Fehler zu werfen. Nutzen Sie Programme zur Rechtschreibprüfung. Besondere Programme wie die folgenden sind etwas leistungsfähiger als Textverarbeitungsprogramme. Alle Programme sind recht gut, wenn es darum geht, Tippfehler zu finden. Nur wenn Sie lasen statt lassen schreiben, wenn sich also ein existierendes Wort ergibt, erkennen die Programme das normalerweise nicht. Wenig Unterstützung bieten die Programme bei der Kommasetzung. Untersuchungen haben gezeigt, dass Studierende eher zu wenige Kommas setzen. Grundsätzlich gilt also, setzen Sie mehr Kommas. Machen Sie sich mit den wichtigsten Kommaregeln vertraut. Das betrifft beispielsweise die Kommasetzung vor und nach Nebensätzen. Studentinnen und Studenten, die Englisch oder andere Sprachen gut sprechen, machen manchmal zu viele Kommas. Sie trennen den ersten Teil des Satzes mit einem Komma ab. Auf Deutsch, kein Komma, kommt das nur sehr selten vor. In den folgenden Übungen zur Sprachrichtigkeit beschäftigen Sie sich mit den Programmen, um einschätzen zu können, welche Hilfen Sie erwarten können und welche nicht.